Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ratchet & Clank Crack in Time mit mir, Savex. Und wir befinden uns auf dem Eisplaneten Sanifa? Ich glaube schon. Und dort müssen wir ein Teleport-Dings in die Vergangenheit finden, um Clanks Papa dort hoffentlich zu begegnen. Oh Schott, kann ich die wegsnipern? Nein! Daneben! Auslöschen! Auslöschen! Aber ein Level up! Auslöschen! Ja, ja, komm, beruhig dich! Kann man... Ach, hier ist gar kein Munitions... Wieso ist kein Munitionsding dort in der Nähe? Was geht ab? Ist ja komisch. Dann halt so! Haha! Overkill! Woo! So, Dr. Nefarius Lakaien sind definitiv hier. Definitiv. Definitiv. Level up. Auch hierbei. Was sieht denn so als nächstes ganz gut mit dem Level? Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz gut für den Gegner hier. Nee, nee. Oh Gott. Ah. Boom. Weggeballert. Aus der Distanz. Nennt man Sniper. Oh, gab gute Erfahrung. Schubidu. Kisten zerstöre ich immer gern. Oh Gott. Nicht cool. Hör auf damit. Da kann ich gar nicht in Ruhe zielen. Dann halt so. Ein bisschen Damage. Swoop. Bei diesem Baby herrscht hinterher Chaos auf dem Schlachtfeld. Griominenwerfer. Okay, Chef. Was kann ich für Sie tun? Der Kryominenwerfer ist eine Kombination aus GrumbleNet-Technologie und Lombaks Erfindungsreichtum. Er verwendet ein kryogenetisches Liefersystem, um Feinde in Sekundenbruchteilen zu Eishapfen erstarren zu lassen. Warum sind die Kreisklingen immer noch in Kürze? Was heißt das? Was muss ich dafür tun? Aber okay. Kauf ich. Der Kryominenwerfer ist die perfekte Symbiose aus GrumbleNet-Technik und Lombax-Genialität. Wollen Ihnen Feinde ans Leder? Schleudern Sie einfach ein paar Minen aufs Schlachtfeld. Die Minen treffen jeden Feind, der das Pech hat, in Reichweite zu sein und... Brrr, eiskalt erwischt! Der Kryominenwerfer, erhältlich nur bei GrumbleNet. Willkommen zurück, Chef. Nice. Eine Eismine. Okay, Chef. 100 irgendwas gespart. Bolts. Oh. Die sind dort gefangen? Okay. Hallo. Gelobt sei Orvus. Ein Lombax. Bist du hier, um uns zu retten? Was ist denn hier passiert? Dr. Nefarius, er hat uns überlistet, ihm beim Bau dieses Außenpostens zu helfen. Und bevor wir uns versahen, trieb man uns in Gefangenenlager. Sie werden von diesem Wachturm da kontrolliert. Bitte hilf uns! Achtung! Wir haben einen Code Blau an Ölbohrturm Kappa. Wiederhole! Code genau, Blau an Ölbohrturm Kappa. Toll und wunderbar. Ich weiß nur, wieso ich das dachte. Quäl dich nicht. Wir alle dachten das. Ich dachte sogar, ein Tag ohne Dr. Nefarius wäre wie ein Tag ohne Sonne. Oha. Da hat Dr. Nefarius aber so einige verarscht. Auch die Zoni. Eigentlich müssten die Zonis doch besser wissen. Man scheint sehr doof. Oha, Gegner. Ba, 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 ba. Snipe, snipe, snipe. Wen sniper ich denn? Der bewegt sich denn echt wenig. Damit ich auch treffe. Dich! Dich!
ich. An alle fongoidischen Gäste. Dr. Nefarius möchte euch allen für eure harte Arbeit danken. Ihr seid wertvolle Mitglieder seiner Einrichtung und erhofft, möglichst wenige von euch umbringen zu müssen, wenn sich sein irrer Plan verwirklicht. So, Level up. Level 4. Die Kleinen reden da die ganze Zeit. Achtung, wir haben einen Code Blau an Ölbohrturm Kappa. Oh shit. Code Blau an Ölbohrturm Kappa. Geh dich ein. Oh Gott, das Damage. Ist nicht so gut. Und besser laufen. Wir wollen nichts Böses. Nee, nee. D-Punkt. Negativ. Ghost Rider. Was? Was ist das denn für ein Titel? Geh bitte weg. Oh, nee. Ja. Beat den Beat. Alle zusammen. Oh Gott. Glückwunsch! Ihr Synthinoid wurde aufgerüstet zu Turkon der Zerstörer. Ihr mechanischer Leibwächter besitzt jetzt eine explosive Fusionskanone und Schnellfeuerfähigkeiten. Nice. Unser erster Level 5er. Bim, bim. Gott. Das hätte mich ja fast getroffen. Also der neueste Mr. Zukon, das ist doch der alte, den wir da haben. Kann Mr. Zukon kleine Fongoide nicht erschießen? Nein, kannst du nicht. An alle fongoidischen Gäste, Dr. Nefarius möchte euch allen für eure harte Arbeit danken. Ihr seid wertvolle Mitglieder seiner Einrichtung und erhofft, möglichst wenige von euch umbringen zu müssen, wenn sich sein irrer Plan verwirklicht. An alle fongoidischen Gäste. In oh Gott, das wiederholt sich ja etwas. Kommt Dr. Nefarius zu einer Inspektion unserer Einrichtung. Wie sind die Regeln für seine Ankunft? Erstens, Augenkontakt mit dem Erhabenen ist verboten. Zweitens, anstößige Laute wie Weinen und Singen sind zu unterlassen. Drittens, die Verwendung des Wortes lächerlich ist strengstens untersagt. Vielen Dank. Alles klar. Mr. Zukon ist, glaube ich, gerade ein bisschen enttäuscht, dass wenig Gegner hier sind. Oh, geheime Kisten. Nice, nice, nice. Ich glaube, wir können weiter. Hallo? Kann ich da hoch? Nee. Aber ich kann speichern. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du wärst einer der Truppen. Sie suchen mich, seit ich aus dem Gefangenenlager entwischt bin. Ich muss zu meiner Hütte, bevor sie anrücken. Kannst du mir durch den Efeu helfen? Mr. Zucker hat nicht den ganzen Tag Zeit. Nee, ist okay, Mr. Zucker. Ist okay. Wir müssen das Wasserding sie wieder benutzen. Herr Kamera? Danke. Wo warst du? Sony Mann! Yay! Gratis Sony geht immer! Flop! Tiplop! So, hier schnappen wir uns das Wasser. Mr. Zucker braucht keine Nanotech zum Überleben. Mr. Zucker ernährt sich von Angst. Mr. Zucker ganz schön krass, Mann, ist. Jo, jo, jo. So. Den passen wir mal besser auf. Boom. Ich glaube, da macht das halt wenig Sinn. Was kann denn am besten flexen? Das Ding? Trifft das? Semi-mäßig. So, könnte so treffe ich so ein bisschen.
sind echt zu weit weg. Lol. Na gut. Sind ja nicht mehr so viele Gegner. Level 2 mit der Eisbienen-Dingsi. Okay, die eskalieren schon gerade wieder. Aber ich finde die Mechanik mit den Dingern eigentlich ganz interessant. Nein, kannst du nicht. Hä, wieso können die da nicht hoch? Gibt doch gar keinen Sinn. So, dann können wir das Schleimsiedings aufsammeln. So, ist ihr kleinen Pupsis. Bleibt das da? Es bleibt da. Okay, es sind zwei dort. Das sollte reichen. Wir wissen gerade nicht ganz, wohin sie wollen. Es gibt so viel zu essen. Schon mal gut. Schnell weg. Hat, hat, hat. Mein Freund, komm nicht näher. Das ist gefährlich. Okay, er weiß, er geht im Wasser. Nur ins Wasser. Kommt, meine Armee! Frisst! Frisst! Ja! Attacke! Wo stehst du? Wow, ein Omnisauger! Danke! Komm, wir gehen lieber weiter, bevor sie uns noch finden. Vor ein paar Jahren war das alles Farmland. Ich habe rund um das Dorf Gärten angelegt, aber ich habe aufgehört, als Nefarius hier gestrandet ist. Weiß gar nicht mehr, warum. Naja. Nun, ich habe da eine Idee. Mehrere Ideen. Warum vielleicht? Was da versteckte Kisten? Sieh dir das mal an. Die Lampen führen direkt zum Wachturm. Was ein Zufall. Da kann ich nicht rein, das ist schade. Schade. Okay, dann gehen wir mal diesen großen Ast entlang gerutscht. Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo. Aber Whales kommen echt nicht oft vor. Oh, jetzt merke ich gerade, dass das Ding ist. Okay. Das hat geklappt. Hallo. Das ist ja lieb. Aber ich töte euch. Und weg mit ihm. Hey, komm, ich muss näher zu dir. Komm nicht weg, du Pretzel. Pain. Ich bin ein verrückter Lombok, der alles tötet. Ist doch klar. Aber es muss wenigstens ein bisschen böse sein. Puh, Perspektive. Achso, oh. Hab's nicht gesehen. Okay. Dann springen wir mal gekonnt. Moment. Bringt man nur in diese eine Richtung? Oder gibt's was versteckt? Anscheinend. Haben sich Kontakt zum Lombax verloren. Ja, bitte, Unterstützung. Die Fonguinen dürfen nicht entkommen. Ich brauche diesen Job. Ja, nun. Das ist halt ein ungünstiger Zeitpunkt für dich, hier einen Job zu haben. So, ein weiterer Zoni. Bei 25 sollte es etwas Neues für die Zoni geben. Und damit können wir hier rein. Achso, drücke 3 und so, Sicherheitsscanner. Zugangskarte identifiziert. Was, als ob dieser Scan funktioniert hat. Schau, Gegner. Schau. Pew. Diese Waffe muss definitiv auf Max-Level. Die
dass die richtig schön viel Schaden machen. Damit wir nicht wieder so ein Boss Bossproblem wie bei Tools of Destruction haben. Ja, nicht schön. Ich mag es eigentlich, wenn es erst smooth durchläuft. Oh Gott. Noch einer? Drei Schüsse. Drei Schüsse. Ich glaube, wir haben alles zerstört. Cool, cool, cool. Was können wir jetzt deaktivieren? Ach, das da. Bibub. Primärer Sicherungsgenerator deaktiviert. Wir sind frei. Gelobt sei Orbus. Wir sind gerettet. Das muss das Zeitportal sein, das Clank gemeint hat. Nice. Damit ist das absolviert. Wir können uns einfach hier runterspringen. Tatsache. Was ist denn das dann für eine Plattform? Das frage ich mich jetzt gerade noch wirklich ernsthaft. Wupp. Können wir eben kurz wieder zurückdüsen und draufspringen. Ah ne, ach so. Ach okay. Das bringt uns zu unserem Schiff. Nium, 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 nium. Oh Gott. Nium, nium. Okay. Dieses Portal bringt uns zu Orvus und dann sehen wir vielleicht Clanks Vater mal persönlich. Vor 2 Jahren oder so. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge und wir sehen uns in der nächsten. Alles klar, ich bin Zambix und ich bin nun raus. Tschüss, Sikowski. Ciao.